Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch auf dem vergessenen Plateau unterwegs, haben beim letzten Mal den letzten Schrein hier erledigt und die Aufgabe vom alten Mann bekommen, ihn dort zu treffen, wo die gedachten, gekreuzten Linien zwischen den Schreinen sich treffen. Und das wollen wir uns doch jetzt mal anschauen, wo das denn wohl sein könnte. Das heißt, wir müssen von hier nach hier eine Linie ziehen, gedacht, so. Und von hier nach dort. Und wenn wir dann gucken, ist der Punkt, an den wir ihn treffen sollen, genau hier bei der Zitadelle der Zeit. Ja, und da begeben wir uns jetzt auch mal hin und schauen, was er uns denn zu sagen hat. Ich würde sagen, da teleportieren wir uns hier zum Schrein des Lebens. Der ist ja dann am nächsten dran. Ich glaube, ich habe hier oben nichts weiter vergessen, so wie ich mir das momentan überlege. Sollte da nichts mehr sein? Nee. Gut, dann teleportieren wir mal und gucken, was er uns denn zu sagen hat, der Gute. So. Dann schauen wir doch mal, ob er uns denn auch jetzt endlich das Parasegel gibt, damit wir hier von diesem Plateau runterkommen. Weil ansonsten wird es schwer mit Zelda retten, beziehungsweise die Welt retten. Ich nehme nämlich mal an, dass die weibliche Stimme, die uns da ruft, wohl sicherlich die Prinzessin sein wird. Wer soll es sonst sein? Gut, es könnte auch jede andere weibliche Person in diesem Spiel natürlich sein. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, mit wem hat der gute Link immer zu tun? Wessen kleinen Hintern muss er immer retten? Obwohl die Prinzessinnen in solchen Spielen ja meistens eigentlich gar keine Hilfe brauchen, ne? Ich sage nur Super Mario und Peach, die ja eigentlich auch sehr selbstständig ist. Na, so das beste Beispiel dafür. Und ich glaube auch in Legend of Zelda weiß Zelda sich doch sehr gut selbst zu helfen. Die lasse ich jetzt gerade mal stehen, die zwei. Auch wenn die hier boswilligerweise mit Steinen nach mir werfen. Ist aber nicht sehr nett. Noch einer. Oh Gott. Nee, komm, geh mal weg. Wir wollen... Warte mal, habe ich hier drin eigentlich schon bei dem mir was abgeholt? Ja, scheint so. Lass das los. Nicht anfassen. Link. Nicht alles anfassen. Ach, der alte Grabscher. Link, der alte Grabscher. Ach ja, na gut. So, bei dem da oben, bei denen hier habe ich mir, glaube ich, auch über... Oh, die müssen wir allerdings wegmachen, denn die fliegen uns sonst hinterher und gehen uns ganz schön auf die Nerven. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Hier sollen wir ihn treffen. Und die Statue leuchtet plötzlich. Na, was hat das denn wohl zu bedeuten? Das finden wir jetzt mal gleich heraus. Hallo? Hier können wir uns hinknien und beten. Gibt es ja eigentlich irgendwas dahinter? Nee. Ich würde sagen, dann machen wir das doch mal, oder? Oh. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? So, und das ist nämlich das, was diese Göttinnenstatuen tun. Man kann bei ihnen immer 4 Zeichen der Bewährung entweder gegen einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer eintauschen und somit seine Leisten erweitern. Und das ist auch der Grund, warum es so viele von diesen Schreinen gibt, weil man wird einige brauchen, um da ja einigermaßen
voranzukommen, sage ich mal so. Und da wir im Moment noch mit den Herzen ganz gut auskommen, ich aber gerne ein bisschen mehr Ausdauer hätte, werde ich auch um Ausdauer bitten. Du möchtest einen zusätzlichen Ausdauercontainer? Ja, habe ich ja gerade gesagt. So sei es. So, dann nimmt sie sich die Zeichen der Bewährung und wir bekommen einen sehr schicken Ausdauercontainer, wie ich finde. Die haben sie wirklich gut modelliert. Ausdauercontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Ja, und damit bekommen wir ein Stück mehr Ausdauer, können also länger klettern, länger rennen und so weiter und so fort. Ich werde das jetzt erstmal so fortführen, bis ich, denke ich, noch einen zweiten Ring quasi habe an Ausdauer und dann werde ich anfangen, Herzen zu sammeln. So werde ich das, glaube ich, handhaben, ja. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Das werden wir tun, liebe Göttin. Oh, wer lacht denn da? Wo ist er denn? Da oben. Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Ah, okay. Wir versuchen das mal. Ja, und wir benutzen diese Leiter, die hier an der Wand ist. Die ich in diesem Spiel, in diesem Let's Play, das allererste Mal entdeckt habe. Das ist mir nie aufgefallen, dass hier tatsächlich eine Leiter an der Wand ist. Das habe ich in den letzten Aufnahmen, die ich gelöscht habe, schon mal gesagt, dass ich das echt nicht gesehen habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die in der Wii-Version schon gab. Aber diese Leiter ist mir wirklich bis heute quasi nicht aufgefallen. Oder bis ich hier diesen Part das letzte Mal aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie mir das entgehen konnte. Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich weiß ich nicht. Mir ist das wirklich nicht aufgefallen. Aber na gut. Jetzt wissen wir, dass sie da ist. Und dann werden wir uns mal hier zum Turm begeben. Und ich bin jetzt mal leise. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bannschwert auserwählte Held,
In uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die 4 Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie, Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Oh, da ist der Bildschirm sogar dunkel geworden. Nimm schon. Das Parasegel, wie versprochen. Parasegel. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft B, um zu gleiten. Na, da haben wir ja einiges erfahren. Eine vergessene Welt haben wir geschafft. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Oh
Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Ja, nun bekommen wir ein paar Ziele, nämlich besiege Ganon und Impa die Weise. Da werden wir gleich mal reinschauen. Also man könnte jetzt, wenn man will, direkt ins Schloss gehen und Ganon besiegen. Na, das wäre diese Aufgabe. Der Geist von König Rohan hat dir von der Gefahr berichtet, in der das ganze Land sich befindet. Die Kräfte von Prinzessin Zelda, die in Schloss Hyrule die Macht der Verheerung Ganon unterdrückt, neigen sich ihrem Ende entgegen. Sollte Ganon vollkommen wiedererweckt werden, würde dies den Untergang von Hyrule bedeuten. Bevor das geschieht, musst du Zelda retten. Das könnte man jetzt sofort tun, wenn man denn möchte. Allerdings ist es nicht ratsam. Also das ist halt das Schöne an dem Spiel. Man hat immer die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, in welche Richtung man gehen will, was man als nächstes erledigen möchte und in welchem Tempo man vorgehen möchte oder in welcher Reihenfolge man bestimmte Aufgaben erledigen will. Du bist völlig frei in diesen Entscheidungen. Es wird dir kein Weg vorgeschrieben. Du bist auch nicht daran gebunden, noch irgendwelche anderen Sachen vorher zu machen, um das schaffen zu können. Es ist möglich, Ganon jetzt schon zu besiegen. Das ist definitiv möglich. Es gibt Leute, die das gemacht haben in Speedruns. Wie gesagt, allerdings ist es nicht ratsam. Es ist ratsam, erstmal diesen Weg einzuschlagen. Aber es schreibt dir eben keiner vor und das ist das Schöne. Und übrigens, was ich auch noch sagen wollte, dieses Spiel ist das erste Zelda mit Sprachausgabe. Es gab kein anderes vorher, soweit ich weiß, das eine Sprachausgabe hatte. Und das finde ich wahnsinnig schön. Das haben sie wirklich gut gemacht. Auch Link hat auch hier auch wieder nichts zu sagen, wie in jedem Zelda. Aber alle anderen haben Sprachausgabe bekommen und das finde ich wirklich schön. Die haben sich wirklich sehr viel Mühe mit diesem Spiel gemacht und ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil. Na gut, wir werden, wie gesagt, erstmal diesen Weg hier verfolgen. Impa die Weise. Impa, die im Dorf Kakariko wohnt, kann dir auf deinem Weg helfen. Verlasse das vergessene Plateau in Richtung Osten, überquere die Zwillingsberge und folge dann dem Weg nach Norden. Der leuchtende Punkt auf der Karte des Shika-Steins zeigt dir den Weg. Dem Weg werden wir halt folgen. Denn ich persönlich finde, jetzt ist es noch ein bisschen zu schwer, Ganon zu besiegen. Wir könnten das tun, aber nein, diese Herausforderung möchte ich mich nicht stellen. Wir machen hier keinen Speedrun. Wir wollen ja das ganze Spiel sehen, wenn möglich zu 100%. Und deswegen werden wir erstmal Impa besuchen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Ein Soldatenbogen. Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, also pass in der Nähe von Feuer auf, dass er den nicht verbrennt. Oh, den können wir nicht mehr mitnehmen. Moment, da müssen wir erstmal einen wegwerfen. Schwupps. Hier, den einfach. Und dafür öffnen wir halt diese Kiste. Und packen den Soldatenbogen ein. Gut. Moment, ich will gerade noch kurz wieder wechseln. So, liebe Freunde, das heißt, wir könnten jetzt das Plateau verlassen. Das werden wir auch tun. Allerdings werde ich jetzt ans Ende von diesem Part die Crocs vom vergessenen Plateau reinschneiden. Das heißt, ich werde jetzt hier quasi einen Schnitt machen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie ich alle Crocs einsammle. Mit mehr oder weniger Kommentaren bzw. Gesprochenem von mir. Ich werde ein bisschen was dazu sagen, aber wahrscheinlich nicht sehr viel. Und werde das halt zusammenschneiden, damit ihr dann wisst, wo alle Crocs vom vergessenen Plateau sind. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und da werden wir dann das vergessene Plateau verlassen. So werden wir das jetzt machen, genau. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Gern auch den einen oder anderen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, Freunde, Croc Nummer 1 befindet sich hier auf der Zitadelle der Zeit. Und zwar müssen wir dafür ganz nach oben klettern, auf den Turm, in dem wir den König getroffen haben. Dort oben auf der Spitze befindet sich der Croc. Wir sehen es bereits glitzern. So.
Einmal ein bisschen drehen und schon haben wir den ersten Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwas sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Krogsamen. Diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Ja, dazu sage ich mal nichts. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Der nächste Krog befindet sich in der Nähe vom Jabashiv-Schrein. Und zwar muss man da hier an der Mauer ein Stück runterhüpfen und mit dem Magnetmodul hier diese Tür aufheben und wegtun. So. Da liegt ein Stein drunter, den hebt ihr einfach auf und schon habt ihr den nächsten Krog. Der nächste Krog befindet sich im Schrein des Lebens, in dem wir aufgewacht sind. Und zwar müssen wir dafür hier hinten rein zu dem Becken, in dem Link gelegen hat. Und hier kriegt man dann den nächsten Krog. Allerdings muss ich dazu sagen, ja, du hast mich entdeckt, dass man dafür schon einmal das Plateau verlassen haben muss. Also ich bin jetzt mit dem Parasegel kurz runtergeschwebt und wieder hochgeportet, denn bevor man das nicht getan hat, wird dieser Krog nicht erscheinen. Krog Nummer 4 finden wir an dem kleinen Teich, in dem die Insel sich befindet, auf dem wir das Schwert am Anfang geholt haben. Dort war das Schwert und wenn man jetzt hier in diesen Seerosenkreis hüpft, bekommt man Krog Nummer 4. Hier in der Nähe des Maonu-Schreins, an diesem Glibberteich, in dem man nicht rein darf, befindet sich im Wasser, sage ich mal, eine Kugel aus Metall. Wenn man diese anhebt und hier in den Baumstamm befördert, so, nämlich, so nicht, so nämlich, Moment, Augenblick, so, nein, so, na komm, Link, mach mir doch nicht so Probleme jetzt. Dann bekommt man den nächsten Krog. Ja. So, das wäre dieser. Und gleich hier drüben, ein Stückchen weiter, befinden sich zwei Felsen, die so aneinander lehnen. Unter denen ist ein Stein. Und wenn man diesen aufhebt, bekommt man schon den nächsten Krog. Im Wald der Seelen, ganz in der Nähe des Lagerfeuers, wo wir den Alten damals getroffen haben, befindet sich ein Laubhaufen. Wenn man diesen Laubhaufen mit einer Bombe sprengt, befindet sich unter diesem Laubhaufen ein Stein und unter dem Stein ist der Krog. In der Nähe von der Stelle von eben, auf einem Felsen, auf den man ganz nach oben klettern muss, befindet sich ein Stein und unter dem Stein auch wieder ein Krog. So, und dann können wir direkt noch hier herüber gehen, denn da haben wir bereits den nächsten Krog, nämlich hier in diesem hohlen Baumstumpf. Befindet sich eine Blume und wenn man dieser Blume folgt, dann wird man am Ende eine weiße Blume finden und wenn man diese auslöst, bekommt man dafür auch wieder einen Krog. Hier auf dem Plateau an der Hütte des Alten bzw. auf der Hütte des Alten befindet sich auch ein Krog. Liebe Freunde, ich bin hier gerade im Krog sammeln und ihr wisst nicht, was passiert ist. Da fliegt hier einfach quasi direkt vor meiner Nase eine Sternschnuppe ein. Das musste ich euch jetzt natürlich mit aufnehmen, das ist krass. Also hier, so sieht das aus, wenn man so einen Sternsplitter findet.
Sternensplitter, ein Stein, der vom Himmel gefallen ist. Er ist sehr selten und erzielt hohe Preise, aber kann auch als Kochzutat wahre Wunder wirken. Das ist ja krass. Oh mein Gott. Das, ja, finde ich jetzt irgendwie erstaunlich. Plötzlich kommt da so eine Sternschnuppe direkt vor meiner Nase runter. Ja, habt ihr das auch mal gesehen? Gut, und dann gehen wir hier gleich direkt zum nächsten Krog. Der befindet sich nämlich hier direkt dahinter, quasi. Dafür muss man mit einem Hammer und dem Stasis-Modul hier diese Platte entfernen. So, das sollte reichen, denke ich. Geh mal ein bisschen beiseite, nicht, dass du das gleich abkriegst, Link. So. Und dann hebt man hier diesen Stein hoch und bekommt den nächsten Krog. So, und ich sehe auch, dass hier nebendran gleich der nächste ist. Dafür müssen wir hier hoch. Oh, das wird er nicht schaffen. Dafür müssen wir da... Nee, wartet mal, wir können auch einfach hier... Lass mal los, Link, lass mal los. Wir können auch einfach hier rumlaufen. Denn der nächste Krog ist hier oben, auch unter einem Stein. Ich zeige euch gleich, wo wir auf der Karte uns befinden. So, da ist der nächste Krog. Du hast mich entdeckt, genau. Und zwar sind wir auf der Karte hier an diesem Mauerstück, ein Stück westlich ist es, glaube ich, vom Wamodai-Schrein. Hier drüben an der Mauer zwei Krogs und offensichtlich ein Sternensplitter. Ja, so schnell kann es gehen. So, ein Stückchen noch weiter westlich von der letzten Position hier neben dem Hyliaberg befindet sich ein Steinkreis. Und zwar muss man hier für den Krog diesen Stein nehmen oder einen Stein nehmen und den Kreis vervollständigen. Und schon bekommt man das Ersehnte dafür. Ein kleines Stück weiter von der letzten Position muss man hier von der Mauer schweben. Und zwar dort runter, wo sich dieser Würfel befindet. Denn das ist das nächste Krog-Rätsel. Dafür brauchen wir das Magnetmodul und müssen diesen Würfel an die entsprechende Position, das ist hier hinter der Mauer, an die entsprechende Position auf diesen Würfeln bringen. Und zwar so, dass sich quasi das gleiche Bild ergibt wie bei den anderen Würfeln. Das sind immer so, also man muss quasi immer gleich Würfel gleich ins Gleichnis bringen. Ne? Diese Figur war vorgegeben und wir mussten hier die gleiche Figur bauen. So funktionieren diese Rätsel. Wir befinden uns hier in der Nähe des Tumi-Soke-Schreins und mir ist aufgefallen, dass wir hier noch eine Kiste vergessen haben. Und zwar ist unterhalb vom Schrein so ein Wasserbecken, in dem wir uns diese Eissäulen erschaffen müssen, um diese Kiste hier aus dem Wasser zu holen. Die schwimmt im Wasser, da muss man einfach so eine Säule darunter quasi bauen und bekommt hier diese Kiste dafür, in der sich ein Opal befindet. Ein Stück weiter von der Kiste, bei der wir eben waren und bei der ich mich ins Wasser gestürzt habe und gestorben bin, befindet sich hier auf der Mauer ein Eisblock. An dem muss man ein Feuer entzünden. Man kann natürlich auch mit einer brennenden Fackel zum Beispiel hergehen und das anzünden, aber ja, da muss man auch erstmal ein Feuer finden. Und zwar nimmt man dafür hier so ein Holz. Bündel in die Hand. Wartet mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo habe ich denn meine Feuersteine? Da oben einen habe ich nur. Den nimmt man auch in die Hand. Das legt man dann hierher. Ablegen. So, dann muss man eine metallene Waffe in die Hand nehmen und da einmal draufhauen und dann entzündet sich das Feuer. Und wenn man dann wartet einen Moment, beziehungsweise den letzten Rest dann mit einer brennenden Waffe oder ähnlichem her abschmilzt. Also man kann sich hier auch noch daneben stellen, dann schmilzt es noch ein bisschen schneller, indem man hier mit der Waffe so ein bisschen daneben steht. Sollte natürlich nicht so lange brennen, das wäre nicht so gut. Mal nochmal kurz neu anzünden. Muss man eine Sekunde warten und dann sollte sich gleich der Krog zeigen. Na komm. Ja, es dauert ein bisschen, bis so ein kleiner Eisblock geschmolzen ist. Dann untersucht man hier diesen Blätterwirbel und bekommt dafür den nächsten Krog.
Krog Nummer 16 befindet sich hier an der Brücke im Schneegebiet. Und zwar muss man dafür diese Türe, die da drüben steht, benutzen. Die brauchen wir dafür. Die nehmen wir jetzt mal hier mit rüber. So, Vorsicht, damit wir uns hier nicht auf die Nase legen. Moment, leg das mal kurz ab, Link. Ich komme hier sonst nicht hoch. So. Und zwar muss man diese Tür sich quasi hier unten drauf legen, damit man hier so eine Plattform hat zum Stehen. Und dann befindet sich hier unter der Brücke der nächste Krog. So, und last but not least, in der Nähe der Brücke, an der wir diesen letzten Krog gefunden haben, und hier ist das Lager der Bockblins, nördlich davon, können wir hier von den Klippen schweben, und zwar dort unten auf dieses Podest oder diese Plattform unter uns. So, und auch hier haben wir wieder so ein Würfelrätsel, wo wir quasi die Form vervollständigen müssen. So. Und schon bekommen wir den letzten Krog des Plateaus.